Dritte Runde, wir zwei zusammen. Ja, mega schön. Immer wieder gut. Neues Thema. Du bist nämlich seit kürzestem Frosch initiiert. Wir hatten vor ein paar Monaten zusammen das Privileg, zusammen bei Porto in der Nähe, in einer kleineren Community zusammen zu wohnen, zu leben, dort zu co-kreieren, Co-Living-Projekt zu starten. Viele Learnings gemacht, viele Sachen verstanden, gemeinsam geshared. Unter anderem auch ein, zwei zeremonielle Begegnungen, die wir dort hatten. Und dann kamen wir auch zum Thema Healing grundsätzlich. Was bedeutet Healing für so viele Menschen? Und jetzt auch hier im Westen immer mehr das Thema Psychedelics und Plant Medicine etc. hochkommt. Und wir dann einfach drauf kamen, ich glaube, du hast meine Brandnarben gesehen und wir hatten es irgendwie über Cambo. Und du meinst, ach spannend, ja, will ich auch unbedingt mal machen. Ich spüre das Calling in mir. Und ich meinte so, ja, wenn du Bock hast, können wir morgen machen. Ich hab's hier. So. Und dann warst du wirklich so gläserne Augen, so, yes, auf jeden Fall, let's do it. Und ich will heute mit dir gerne über deine persönliche Cambo-Erfahrung sprechen. Deine erste, die du hattest. Ich glaube, seitdem auch keine mehr gehabt. Und dadurch, dass es ein sehr intensiver Prozess ist, bei dir kann ich bestätigen, war es auch ein bisschen länger als gewohnt. Sehr, sehr, sehr intensiver Prozess. Und Menschen, die hier zuhören, die interessiert, wie Cambo abläuft, grundsätzlich würde ich gerne über deine persönliche Erfahrung sprechen wollen. Also, wie war der Prozess, diese 45 Minuten für dich? Was ist noch in Erinnerung geblieben? Kannst du es beschreiben? Und auf der anderen Seite dann separat mit dir dazu zu sprechen, warum der ganze Spaß? Ja? Und wieso sollte man sich so einer Prozedur überhaupt unterziehen? Was zum Teufel ist da falsch mit dir, wenn du sowas machen möchtest? Aber ich glaube, chronologisch angefangen, gerne auch so. Vielleicht fangen wir an mit der prinzipiell ersten Frage, die es grundsätzlich zu stellen geht, wenn wir mit Plant Medicine arbeiten, in dem Fall hier mit dem Amphib. Was war deine Intention? Woher kam der Wunsch überhaupt mal, mit der Medizin arbeiten zu wollen? Also das habe ich schon sehr lang gehabt, den Wunsch. Ich meine, ich war jetzt, wie wir ja schon in anderen Podcast-Folgen besprochen haben, bin ich jetzt 10 Jahre in diesem Healing und vor allem Plant Medicine und Psychedelic Space unterwegs. Und da kam mir relativ, also vor vielen, vielen Jahren schon, weißt du, wenn man irgendwo auf dem Land irgendwo Ayahuasca, San Pedro-Zeremonien macht und entweder mit Schamanen oder anderen Teilnehmern, habe ich dann immer diese Punkte da gesehen. Ich erinnere mich noch, wie ich fragte, was ist denn das? Und dann wurde mir so erzählt von Cambo. Und das wurde mir immer so geframed, oder ich habe gesagt, so was mega krasses und boah, das Allerkrasseste überhaupt. Und für mich war das immer so, uff, okay, ja, vielleicht irgendwann mal. Es hat mich schon immer interessiert. Ich glaube einfach grundsätzlich bei mir jetzt mal, aside von dem ganzen Healing-Thema, ist einfach bei mir ein Interesse für Erfahrungen und so, ah, okay, aha, das ist ja interessant. Ja, why not? Aber es wurde eben immer so präsentiert als das absolut Oberkrasseste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, da warte ich dann noch ein bisschen. Aber das Welcher Interesse war Teil immer da. Sagt beim Johannes, wenn er hört, das Krasseste, was du machen kannst, da muss ich, auf den Zug muss ich draufspringen, natürlich. Gut, das ist ein interessanter Punkt, warum ich das, aber ich glaube, das ist, ich meine, das führt in eine ganz andere Richtung, aber das ist mein Naturell. Ich meine, meine erste psychedelische Erfahrung war eine Überdosis hawaiianischer Holzrosen mit 15. Also, ich meine, da rauchen vielleicht andere gerade ihre erste Zigarette. Und ich habe wieder irgendeine Psychedelik reingehabt. Also ich habe da vielleicht einfach naturell solche Dinge zu erforschen und Grenzen auszuloten und zu erforschen, auch andere Zustände, finde ich alles sehr, sehr spannend. Also es war ein grundsätzliches Interesse, einfach eine Selbsterfahrung von einer weiteren Medizin. Du hast schon öfter davon gehört gehabt, weil du gerade meintest, es ist oft dargestellt als das überhaupt krasseste. Und weil wir jetzt hier von Plant Medicine und Psychedelic sprechen, vorneweggenommen, Cambo ist spürbar auf der rein körperlichen Ebene. Es gibt da auch energetische und emotionale Release-Komponenten, aber mal so per se ist es eine Medizin, die vollkommen somatisch arbeitet. Du bist verbunden mit deinem Körper und dem Schmerz, den du spürst in deinem Körper. So. Und das heißt, wenn es auf super intense experience verweist, dann ist damit gemeint eine körperliche Erfahrung. Ja? Versus du bist auf einer hohen Dosis Pilzen, auf irgendeinem Bad Trip, hast diese Welt verlassen und steckst in irgendeinem nicht mehr endenden Kaleidoskop an Farben, bunten Teufel, und du kommst nicht mehr aus deinem Trip raus und nicht mehr klar. Hier eine ganz andere Erfahrung. Deswegen spannend, hier vielleicht auch den Vergleich später zu ziehen zu
klassische Psychedelic Work und Kambo. Ja? Viele von den Dingen, wie wir arbeiten mit einer Intention, wo wir gleich zu sprechen, sind ähnlich. Von der Dauer und der Länge her, würde ich sagen, gehört es eher in die kürzere Kategorie. Also es ist wirklich, für mich war das auch, als ich es das erste Mal gemacht hatte, war so ein gewisser Relief, den ich im Kopf hatte, war, okay, nach einer halben Stunde ist vorbei. So wenigstens muss ich nicht 6 Stunden leiden. Und bis zu dem Punkt, da werden wir nachher später zu sprechen, das Konzept von, okay, dein Schmerz auf dem Weg zur Erlösung war mir schon länger bekannt. Deswegen dieses Face your shit, face your pain und dann kommst du danach auf der anderen Seite wieder raus. Aber zumindest wird es ja nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Von dem Mentor oder dem, sag mal, Kambo-Experten, von dem ich lernen durfte, der hat ja immer gesagt so, it's the shortest, most intense flu you will ever have. So, ja, wie so eine gekürzte, sehr stark komprimierte, hochintensive Grippe, die du so eine halbe Stunde hast und dann ist auch wieder vorbei. Und du fühlst dich immediately good afterwards. So, das war immer das so. Danach fühlst du es super gut. Und ich schaue gerade. Das war bei mir nicht so ganz. Ja, genau. Deswegen würde ich super gern zu deiner persönlichen Erfahrung sprechen, weil da gibt es anscheinend auch Unterschiede. Meine 2 Erfahrungen, die ich bisher hatte, waren so wie beschrieben, also super intens. Es war wirklich ein Achterbahnritt. Aber ich wusste, am Ende, wenn ich durch bin mit der letzten Übergebung, war dann so, oh, I'm done. Und das war wirklich ein Relief. Und ich konnte wirklich sagen, ich fühle mich sehr, sehr viel besser bei dir. Und ich habe ja deinen Gesichtsausdruck gesehen und wir können das hier spätestens einblenden. Du sahst nicht so glücklich aus direkt danach. Ja, auf gar keinen Fall. Und deswegen bringt es mich eigentlich zum Start von der Beschreibung, von der Erfahrung für dich. Was war deine Intention bei der Arbeit? Du wusstest nicht, wie es genau abläuft, hast dich da komplett fallen lassen, hast mir da Vertrauen, da nochmal danke für. Wir hatten ein schönes Setup draußen, das Setting war Sonne draußen, schöner Garten, haben alles aufgebaut gehabt, hatten noch HP dabei, konnten eine kleine Meditation machen zur Einstimmung. Dann hast du eine Intention und was war deine Intention? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ganz einfach to let go of what no longer serves me. Also einfach das loslassen, was mir nicht mehr dient, denke ich. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ja, genau. Ich habe nochmal nachgeschaut und es war genau das. So der Baggage, den ich schon lange mit mir trage, den ich nicht mehr tragen möchte. Ich möchte gerne sehen und verstehen, was ich unnötigerweise noch mit mir schleppe, was ich loslassen kann. Ja. Und damit sind wir dann rein. Wir saßen da, ich hatte die Froschmedizin da, ja, man hat dann eine Schablone, dann kann man diese Löcher. Vielleicht willst du aus deiner Sicht mal beschreiben, wie so der Ablauf für dich noch war, für Leute, die zuhören, aus der Sicht von dem, der Kambo auf die Haut aufgetragen bekommt. Also vorab war für mich so die Frage, wie rein muss ich da sein? Ja, also wenn du zum Beispiel, wie du weißt, die Diät Ayahuasca mit die Woche vorher ganz vom Essen her über jede mögliche Abstinenz und gehst da ganz, ganz, ganz rein. Gut, grundsätzlich lebe ich ja sehr gesund, trinke nicht viel, bis gar nicht und so. Also war das da jetzt kein Thema. Aber die Frage, die wir auch oder die ich an dich hatte, ist, so muss ich da jetzt ein paar Tage vorher fasten und so alles? Und das war eigentlich gar nicht so kompliziert. Dann habe ich an dem Tag nichts gegessen und dann haben wir uns da, ich war da nicht nervös, ich war ein bisschen, weil ich wusste halt nicht, was passiert da jetzt. So. Aber du hast recht, es ist überschaubar, wenn man weiß, gut, es ist jetzt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, was auch immer da passiert, aber es geht vorbei. Das ist, wenn man ein bisschen unterwegs war mit Substanzen, dann kennt man das ja, egal was ist, du kommst wieder runter oder zurück. Und dann haben wir uns da hingesetzt und ich fand das beim Kambo eigentlich ein ganz schönes, dass man da zuerst diese Löcher brennt und so, das ist ja sehr lustig. Auch die Überlegung, was man sich ja dann überlegt, ja, ich werde das jetzt mein Leben lang haben, diese Abdrücke. Also das ist nicht so, du hast dann diese Abdrücke da auf dem Arm oder auf dem Fuß oder wo auch immer. Also das ist ja schon nochmal so, was ich denke, krass, wie ein Tattoo. Und das war schon irgendwie lustig. Da haben wir dann noch so rumgescherzt, welche Form. Ich glaube, wir haben jetzt auch die gleiche Form auf dem Arm, diesen Pfeil. Und für mich war es dann aber so, okay, fuck it, so, let's do it. Das ist alles so, ja, und dann hast du halt angefangen, mir diese Löcher da reinzubrennen mit so einem Räucherstäbchen, was ich auch noch interessant fand. Also
Ich finde das ein ganz, ganz witziges Ritual. So dieses, man sitzt da und dann werden da Löcher gebrannt und es tut schon weh. Also man muss schon ein Opfer bringen quasi. Also es ist einfach ja, nicht irgendwie unbedingt der Joyride, sondern es tut erstmal da schon weh und man denkt sich so, what the fuck am I doing? Und du hast, wir haben, glaube ich, eine kleine Einstimmung gemacht, ein Rapé vorher, das war sehr schön. Und ich bin dann einfach sehr offen gewesen über die Erfahrung. Brauchst du ein bisschen, weil ich das gerade auch wieder Revue passieren lasse. Und was du halt gesagt hast, ist instantaneous. Es geht sofort los. Du kennst ja sicherlich, wenn man andere Medizinen nimmt oder Substanzen oder mit irgendwas experimentiert, und dann nimmt man das und dann ist dieses Warten. Ja, dann wartet man manchmal bis zu einer Stunde. Kommt was, kommt nicht was? Ist es das jetzt? Ist es das jetzt nicht? Das ist eigentlich das Angenehme, dass also dieses Warten gibt es überhaupt nicht beim Campo, sondern es ist gleich volle Kanone. voll rein. Ja. Warten Also. gibt es tatsächlich nicht. Das ist, ich habe das bewusst mehrfach betont, damit, weil das kann Ja. man sich nicht vorstellen. Gerade weil den Vergleich, den du gebracht hast, stimmt. So, ja, aber wie muss ja irgendwas passieren? Es kann nicht sofort wirken. Dann muss ich erstmal da durch. Und die Art und Weise, warum wir auch die oberste Hauptschicht entfernen und dann das Froschsekret auf diese darunterliegende Hautschicht legen, ist, dass der Durchgang und dann auch später durch die Blut-Hirn-Schranke bei uns bis zum Gehirn ist instant. Also das heißt, es wird sofort über die Blutbahn direkt durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeschoben und sofort released. Und unser Körper, dadurch, dass das Cambo so nah an unseren eigenen Molekülstrukturen liegt, erkennt unser Körper dieses Sekret auch als körpereigen an. Das ist der Grund, warum es nicht wie bei einem Pharmazeutika durch die Zelle sich erstmal durcharbeiten muss, bis es am Zellkern ankommt und da die Wirkung entfaltet, sondern es ist so. Cambo wird appliziert und der Körper sagt: Ah, Arme auf, gehört ja zu uns, willkommen. Und dann darf es Cambo rein und zwar instant. Deswegen ist es wirklich so aufgetragen. Wir hatten 5 Punkte bei dir genommen. Ja, das ist so der Standard, den man sagt, wenn man bei Männern normal startet. 5 genommen, den ersten, zweiten, dritten aufgetragen und dann ging es schon langsam los. Den vierten, fünften, bis die gesessen haben. Ich zurückgesetzt, so, das war's. Dann haben wir das nochmal ein bisschen befeuchtet und dann. Habe ich dich gefragt, und spürst du schon was? Und die Antwort Ja, war. das ging sofort los. Also ich habe gleich gemerkt, der Herzschlag ging schneller. Und dann war es wie so eine Art Hitze, wie so etwas, was halt hier so im Hals raufgeht. So, puh. Und es war zuerst noch so, wow, okay, ja, Herzschlag, alles klar, es wird irgendwie heiß, es ist irgendwie so wie so ein inneres Druckgefühl. So ein bisschen so, Und dann halt, ja, so eine Art Schlechtsein. Du hast vorhin, was ich noch sagen, du hast von Schmerzen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich von Schmerzen sprechen würde. Ich würde das, glaube ich, nicht als Schmerzen betiteln, denn die hatte ich nicht. Das ist verdammt unangenehm, es ist unschön, es ist eklig. Aber Schmerzen sind was anderes, finde ich. Guter Punkt. Ich glaube, da werden wir nachher ausgiebiger zu sprechen, die Unterscheidung davon. Was ist nachher Pain, was ist keiner und wie bestimmt man das für sich selbst? Aber es ist so, kann ich komplett mitgehen. Es fühlt sich an wie so ein starker innerer Druck, der sich so vom Herzen über den Hals bis den Kopf Genau. ausbreitet. Eine Hitze, wie so eine Hitzewallung, die hochkommt. Wenn man das kennt von der Grippe, ich meine, die Vergleich zu einer Grippe, der hinkt nicht so sehr, würde ich. Auch schwitzen, da hat schon bei mir damals angefangen mit, ich spüre auch, mein Hals wird irgendwie dicker. Es ist so, zumindest hat sich so angefühlt, wird der wirklich dicker? Meine Augen auch, es ist alles so, es ist von innen herauskommender Druck, das ist sehr unangenehm. Das ist kein schönes Gefühl da erstmal so. Es hat Genau, mir ja. geholfen, deswegen habe ich das dir auch gesagt, so pass auf, das wird jetzt passieren. Wenn man das von vornherein weiß, stellt man Ja. sich drauf ein. Ja, und mir wurde das auch bei meiner ersten Session gesagt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, hier zu erwähnen. Hätte ich das nicht gewusst oder hätte ich das dir nicht gesagt und du hättest es blind gemacht, sagen wir mal, und plötzlich geht es los mit den Symptomen im Körper, kann ich mir gut vorstellen, dass du da richtig Panik schiebst. Das ist sehr, sehr, da hast du absolut recht. Das hast du auch echt gut gemacht mit dieser Frau. Ich habe vor kurzem mit einem Bekannten, der ein Mykologe, also sich viel mit Pilzen beschäftigt, und der hat da jetzt gerade irgendwas Neues. Eine neue Rezeptur mit etwas zusammengebraut, wo ein Teil Fliegenpilz drin ist, und dann hat er noch so was anderes reingemischt, Niacin, also Vitamin B, irgendwas. Drei.
Ja, drei. Und hat mich vorgewarnt und gesagt, pass auf, das und das wird passieren. Und dann habe ich das genommen und dann ist eben das, und ich wusste, okay, ich werde jetzt mit intensiveren körperlichen Reaktionen zu rechnen haben. Und die kann ich aber dann navigieren, weil ich weiß, es ist völlig normal. Es ist okay, dass der Körper jetzt so reagiert. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, diesen Container zu haben, zu wissen, dass alles, was da gerade passiert, ist völlig in Ordnung. Weil letztendlich erfährt ja der Körper wie eine Art Vergiftungszustand. Also wer Angst oder Panik rein vom System her, ist ja nicht fehl am Platz. Braucht man aber nicht haben. Korrekt, das ist wichtig zu sagen. Deswegen auch hier wieder Setting, dass man das in einem sicheren Umfeld macht. Es ist nicht so einfach auf die Schulter zu nehmen. Deswegen ist es kein Walk in the Park, wenn man das zum ersten Mal macht, vor allem mit einer hohen Dosierung. Auch da würde ich sagen, besser mit Betreuung. Okay, aber dann hat das angefangen und dieser starke innere Druck, das wird dann mehr und mehr. Und dann haben wir eine Stoppuhr auch gesetzt, weil auch auf der Substanz vergeht die Zeit anders, als du es dir wünschst. In dem Fall sehr viel Ja, das langsamer. waren sehr, sehr lange, sehr, sehr lange 45 Minuten. Boah. Wünsche, wenn wir die Bilder hier später einblenden, dann wissen die Leute warum. Ja, es war sehr, sehr amüsant von meiner Warte aus, natürlich, weil ich erahnen konnte, was passiert mit dir im Gesicht, dann zu sehen, wie es tatsächlich sich manifestiert hat in deinem Gesicht. Und ich musste tatsächlich mir auf die Lippe beißen zum Teil und dir das Lachen unterdrücken, weil natürlich ist es hart, das zu sehen, aber gleichzeitig war es echt verdammt witzig, weil es sah echt Es brutal ist, aus. Ja. das hast du gut gemacht in dem Moment, weil du hast es dir nicht anmerken lassen, wie ich aussehe. Ja? Also du hättest ja auch sagen können, oh mein Gott, krass. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, was ist? Aber so wusste ich ja bis nachher nicht, wie ich ausgesehen habe, was dann ein großer Schock war. Also. Ich hab dir deswegen ein paar Bilder gemacht zwischendrin, damit du es auch glaubst, ja, weil sonst hättest du es mir nicht abgekauft. Das war echt heftig. Aber man wartet dann so in der Regel. Bei dir war es dann auch so. Dir wird es schlechter und schlechter und du saßt einfach da. Also hast nicht viel gemacht. Ja, also hinlegen kann man sich auch, aber du saßt einfach und saßt halt einfach mit diesen körperlichen Empfindungen. Und das ist auch der Tipp, den man da mitgibt, ist so: Das Einzige, was du jetzt machst, nachdem es appliziert wurde, du wartest, bis die Übelkeit so stark ist, dass du an einem gewissen Punkt sagst, okay, ich trinke jetzt mit Wasser nach, bis ich mich übergebe. So. Aber den Moment abzuwarten und nicht sofort da reinzusteigen, sondern sagt so 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten warten, bis dann diese Übelkeit so stark präsent ist, so ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt. Und dann ist zumindest nach der Methode, nachdem wir es gemacht haben, erlaubt, Wasser zu trinken und durch das Wasser nachleeren, wird dann auch dieser Gag-Reflex Ja. angesteuert und du darfst dich dann deiner entledigen. Aber bis dahin, diese 20 Minuten von Applizieren, bis es dann losgeht mit dem Übergeben, ist ein sehr unangenehmer Prozess und da geht es letztendlich darum, einfach damit zu sitzen, nirgendwo anders hinzugehen. Und der große Fehler, den ich mir vorstelle, den viele machen können, ist, ich will dieses Gefühl auch hier nicht spüren. Deswegen versuche ich woanders zu sein als hier. Der Trick dabei ist allerdings, sich wirklich auf das Gefühl von diesem elendig fühlen und auf diese Übelkeit zu konzentrieren. Es wirklich ins Bewusstsein zu holen und vollen Fokus auf, mir ist hundeelend. So, und das mal zu halten. Da drin zu sein, hat keiner Bock. Aber das war so die Guideline. Weißt du noch, wie das für dich war, die ersten 20 Minuten? Kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so dran erinnern, dass das so lange war. Für mich ist die Haupterinnerung ist eigentlich dieses sehr häufige Kotzen, sehr viele, sehr lange mit dem Wasser trinken. Also immer wieder, du hast mich auch angespornt dazu, komm nochmal und ich so, boah, ich kein Bock mehr, aber dann nochmal, weil es kam da ja auch echt ordentlich Mist mit raus. Also, wie man so schön sagt, man hat Galle gekotzt und das habe ich tatsächlich so in meinem Leben noch nie. Ich hatte einmal mit einem anderen Schamanen vor vielen Jahren, der hat so eine Art Nuss oder Bohne oder irgendwie sowas, das war, den musste man eben auch den Saft davon trinken und dann genau gleich mit dem Wasser hinterher und dann, also genau der gleiche Prozess. Aber das war wirklich eine ganz. Boah, also ich habe da ja auch mit dem Finger in dem Mund und so, also das schon nachgeholfen da jetzt bei uns. Aber das war schon zu sehen, was da rauskommt. So an, wow, also das war schon krass. Also auch währenddessen, auch wenn das unangenehm ist und so hat das, man sich gedacht, wow, da ist krass, wie das gerade reinigt. Reinigen ist das Wort, ne? Also Ja. bei mir war es zumindest sofort präsent, das Gefühl von,
bei der ersten Ladung, die raus durfte, war direkt so ein, oh Gott sei Dank, der Schmerz oder dieses elendig sein wird jetzt besser werden dadurch. Und ich meine, das Ziel von diesem gesamten Purging-Cleansing-Prozess von Cambo ist, dass wir eben auf Englisch Bile, Deutsch die Galle rausholen. Ja, und dieses Angestaute, was noch übrig geblieben ist aus der Gallenblase, wirklich die Galle komplett im Idealfall rauszuholen. Und das merkst du, das spürst du, siehst du vor allem auch, weil die in der Regel so dieses, wie man sich eben Frosch-Sekret vorstellt, leuchtet, es ist von Orange bis Grün, kann alles haben, aber es ist wirklich so eine ganz grelle Farbe. Die schwimmt in der Regel dann auch auf dem Eimer oben, also man kann die nicht übersehen. Und man glaubt... Das ist ganz bitter. Ich habe jetzt gerade wieder diesen Geschmack im Mund. Ja, ja, ganz bitterer Geschmack. Und bei dir war es auch so, deswegen hast du es nicht mehr so auf dem Schirm, aber die ersten 20 Minuten waren wirklich so ein, okay, aushalten. Und du hast mehrfach gefragt, gehabt schon so, boah, kann ich nicht jetzt, ich könnte jetzt schon. Und wir so, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten. Irgendwann war es so, okay, jetzt darfst du, trink. Und dann hast du Wasser getrunken. Immer so einen halben Liter bis Liter, kurz gewartet und dann raus, auch mit dem Finger, sonst nachgeholfen. Und dann war die erste Ladung, die zweite. Und dann den Prozess, der ging dann iterativ immer so weiter. Mehr trinken, warten, übergeben, warten, trinken, übergeben, warten und so weiter. Und in diesem Prozess versucht man eben, sich immer mehr und mehr diesem angestauten Dreck, ja, diesem Gift körperlich. Warum muss man eigentlich, da habe ich jetzt eine Frage, warum muss man eigentlich diese Galle raus? Also warum, wieso muss das raus? Wieso soll das raus? Ja, die, sag mal, kompletten biochemischen Vorgänge sind mir da auch nicht bekannt. Es ist nur so ein super wichtiges Organ, die Gallenblase, die wir haben. Ist ja auch mit der Galle eine zersetzende Substanz, die wirklich so alles zerkleinert. Ja, wenn du was in eine Galle-Flüssigkeit reinlegst und so ein bisschen wie dieses Cola-Experiment, wartest eine Weile, ist es weg. Ja, es ist so, das hat eine sehr säubernde und reinigende Funktion auch. Nur der Rest, der da drin liegt, so stelle ich es mir vor, ist wirklich so ein, wie wenn du in einem Keller einfach zu lange ein paar Sachen stehen hast lassen, ohne zu lüften. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn man das einfach mal auch zirkulieren lässt und einfach auf einer tiefkörperlichen Ebene einfach mal einen Refresh bekommt. Also mir leuchtet das sehr ein, weil ich kenne es halt von den vielen, vielen Ayahuasca-Zeremonien, die ich gemacht habe, wo ich oft das Gefühl hatte, dass die Medizin wirklich durch den Körper geht, in die Zellen hinein, alles irgendwo so sammelt und das muss ja dann irgendwo gesammelt werden und dann kommt es da und dann kommt das halt hier, weil, oder manchmal kommt es da unten raus oder beides. Aber das war der Schmutz, der Dreck energetisch, aber so wie auch wirklich einfach Gift. Stoffe und was weiß ich was alles, werden gesammelt überall und sammeln sich dann halt da, wo das Auslassventil quasi ist. Und das ist halt, dass man sich danach oft einfach auch so rein fühlt, so klar, geistig klar, körperlich rein, das ist schon toll. Ja, genau, das ist der Punkt. Also dieser Prozess ist nicht angenehm. Du hast dann, ich sag mal, die Runden 6, 7, das hat nicht aufgehört. Für dich war das wirklich so noch eine elendige Runde nach der anderen. Wann ist es endlich vorbei? Und dein Gesichtsausdruck war wirklich so ein, okay, gib mir die Macht, ihn jetzt zu erlösen. Aber zu wissen, der einzige Weg für dich, dich besser zu fühlen, ist da durchzugehen. Und du kannst nicht davor raus. Wenn du so einen Cambo-Prozess in der Hälfte abbrechen möchtest und es ist noch nicht raus, wirst du dich einfach noch beschissener fühlen bis zum Ende hin. Ja. Und der Release wird nicht kommen. Deswegen war es so, weil du meinst, das Anfeuern war wichtig. Das war eigentlich nur so ein, komm schon, noch ein paar Runden, du bist bald soweit. Und einfach nur, yeah! Du kannst das nochmal eine Runde kotzen. Ja, genau. Falls du dich erinnerst, war ja wirklich so, dass wir gemerkt haben, so weiß ich, da kommt nichts mehr. Und das, ja, komm jetzt noch einmal. Und dann kam da nochmal. Und dann kam dann irgendwann nochmal so ein richtig großer Schwall an orange-gelber, ekelhaft giftiger Galle. Yes. Und dann war es aber auch irgendwie durch. Dann war es so irgendwann so, okay, jetzt ist gut. Genau, das ist der vielleicht zum Abschluss von deinem prozessbeschreibenden Element. Man spürt am Ende wirklich, wenn es durch ist. Es ist ein merklicher Relief. Das ist wirklich so, die letzte Ladung kommt und es fühlt sich wirklich wie an, wie so ein Schalter, der oben geht und dann ist so, ach, oh Gott, dieser Druck, der Innere und dieses Elendigsein ist plötzlich von 100 auf 20% runtergefahren. Das ist wirklich ein merklicher Unterschied. So war es bei mir. Und jetzt unterscheidet sich tatsächlich, wie sich die Menschen direkt danach fühlen. Bei mir war das zweimal unterschiedlich. Einmal war es so, oh Gott, ich bin echt müde, gecleansed, müde, erschöpft, aber irgendwie auch
froh, dass es vorbei ist, dankbar, ich könnte jetzt schlafen, hatte eine gute Nacht. Und das andere Mal war es ein, ich bin energetisiert und habe irgendwie Power und ich möchte jetzt gerne was tun, direkt danach. Ja. Und bei dir hat es sich ein bisschen anders geäußert. Weißt du noch, wie es direkt danach war? Und Ich war einfach schon fertig. Also ich war echt schon erstmal so fertig, aber irgendwie trotzdem also erleichtert, weil es war halt, man ist so durch, man ist durch das Nadelöhr, oder ich bin durch das Nadelöhr durch. Und dann bin ich mal ins Bad gegangen, aufs Klo und habe mich im Spiegel angesehen. Das hat mich sehr erschreckt. ich war echt fertig danach. Ich war schon richtig fertig. Nicht schlimm, weißt du, aber schon so wirklich, wie du das beschrieben hast, sehr erschöpft, müde. Ich glaube, ich habe dann auch erstmal ein bisschen geschlafen. Dann hatten wir alle ein gemeinsames Abendessen. Da saß ich so ein bisschen da und habe, glaube ich, so ein bisschen mitgegessen, aber bin auch dann einfach ins Bett. Ich habe einfach gedacht, man muss jetzt einfach schlafen. Also das waren ja bei mir, ich glaube, das Ganze hat 50 Minuten, glaube ich, gedauert bei mir, wenn ich mich erinnere. Das waren einfach 50 Minutes Agony. So. Also das war jetzt schon einfach anstrengend, wenn du 50 Minuten lang kotzt oder 30 Minuten und deinen Körper reinigst und das ist so. Ich war dann einfach fertig und habe dann geschlafen. So. Ja. Ja. Fast forward 24 hours oder 12 und dann am nächsten Tag. Es gab dann ein Video von dir. Ich habe es vorher noch mal angeguckt. Du hast auf deinem Instagram-Kanal den Prozess so ein bisschen mit beschrieben. Hast auch viel digitale Post bekommen von Leuten, die dir den Finger gezeigt haben und so. Und Vogel, was ist denn los mit dir, du verrückter Typ? Es gab auf jeden Fall ein Video von dir danach und der Titel war sowas wie Post-Cambo Energy und du stehst im Pool und schreist, machst du den Wikinger, Chaka und bist mit voller Power. Das war allerdings. Ah ja, das war geil. Das war, war ein Tag danach. Ja, so deswegen 24 Stunden später. Genau, volle Erschöpfung, müde, ich geschlafen, hin zu, okay, nächster Tag, wie fühlt sich Johannes? Ja, und das war wirklich, also das ist halt einfach das, wo ich jetzt einfach auch gleich wieder denken würde, ja, will ich alles gleich nochmal machen, weil das danach ist halt einfach geil. Diese Klarheit, diese Energie, es ist ganz schwer zu beschreiben eigentlich, finde ich, weil so ein Zustand ist ein sehr natürlicher Zustand, aber wir sind so selten in dem Zustand, weil wir halt so zugepappt sind von dem ganzen Scheiß, Kaffee, Zucker, Alkohol, Essen, das uns vielleicht nicht bekommt. Ich möchte keine dieser Dinge verteufeln, weil ich konsumiere sie alle. Aber das ist so, wenn man mal so rein ist und einfach in der ganz natürlichen körperlichen Power, das ist einfach geil. Das muss man aber immer erfahren haben, um zu wissen, wie viel Platz da noch nach oben ist. Auch wenn ich jetzt sage, oh, ich fühle mich eigentlich gut und fühle mich gesund. Ich weiß aber, weil ich andere Zustände kenne, wie viel Luft nach oben da eigentlich noch ist. So. Das war schon ein geiler Zustand danach. Auch diese geistige Klarheit. Ich hatte ja totalen Tatendrang. Das Blöde war, wir waren in the middle of nowhere und ich konnte halt einfach nichts tun. Ich bin dann einfach mit dem Hund laufen gegangen oder sowas. Aber einfach Klarheit, so befreit. Das ist schon, das war so am nächsten Tag schon sehr, sehr, sehr angenehm. Ja. Ja. Das Video, und ich habe es mir vorhin angeguckt, dein Gesicht von, natürlich der Vergleich ist ein bisschen drastisch, ja, von Cambo Frogface zu direkt danach. Aber ich habe es mir angeguckt und was mir auch noch kam, war, du sahst refreshed aus, jünger, cleansed, happy. Das war wirklich so ein Strahlen in deinem Gesicht. Das war wirklich so ein Newborn, so ein bisschen. Ja, so ein ganz frisch geschlüpfter Johannes. So gecleansed, fresh, sah fresh aus, Tatendrang, so voll im Chaka-Energy-Modus, ja, und let's go now, ja, so. Und du hast mich auch gefragt, wie lange hält es jetzt? Boah, ich hoffe eine Weile. Das Ding ist, bei Cambos ist halt dieser Afterglow und in den GDG-Völkern, wo es auch verwendet wird, es ist wirklich eine Jagdmedizin zum größten Teil. Das heißt, es wird bewusst für die Jagd auch eingesetzt. Es ist also short enduring, so ein paar Stunden, ein paar Tage, aber nicht Wochen, Monate. Für die ist es auch eher wie eine Tagesmedizin, die macht man halt mal so, ja, kurz nach dem Aufstehen und dann geht es halt in den Dschungel und man jagt halt die Dinge, die man halt zum Mittag oder Abendessen braucht. Und deswegen dieses energetische, aufgefrischte Gefühl direkt danach, bleibt nicht lange, aber man hat es dir, man konnte es nicht sehen. Das war sehr erkenntlich. Du hast dich auch super gefühlt und dann diese Aufzeichnung gemacht. Und vielleicht können wir da mal den Schwenk hinbekommen zu. Du hast dann sehr viel Feedback bekommen auf deinem Kanal auch
zu der Aktion. Du hast es so ein bisschen angeteasert. Ich werde heute meine erste Kambo-Zeremonie machen. So wisst ihr, was es ist. Und dann ging es los und du hast den Prozess dokumentiert. Und dann vor allem auch die Bilder, wie du aussiehst, sahst danach dieses Oh shit. Ich habe mich erschreckt, als ich mich selbst gesehen habe. Kannst du dir so ein paar Mal so 3, 4 aussuchen, die von deinen Leuten kamen oder von deiner Followerschaft so, die rausgestochen sind? Naja, so irgendwer hat, ich weiß, wer das war meine Nichte, die hat mir so irgendeinen Copy-Paste, irgendeinen pseudowissenschaftlichen Auszug geschickt, sodass das also Gift ist und weiß nicht was alles und so. Und sie hat so geschrieben, why would you do this to yourself? Und ich fand das sehr süß natürlich, glaube ich, einfach so ein bisschen auch da die familiäre Sorge, aber ich habe sie dann so ein bisschen aufgeklärt. Aber das ist so eine Frage, why would you do this to yourself? Aus echten Concern. Also aus einer ganz ernst gemeinten, wo ich glaube, wenn die Leute das sehen, dass sie sagen, scheiße, jetzt hat der, he lost it. Warum, was macht der? Und andere, auch Bekannte von mir, die dann aber da wiederum mit ihrer eigenen, glaube ich, Unerfahrenheit und Meinung sagen, so jetzt ist mal Schluss mit deinem Scheiß. So, aber gut, da merkt man, dass da ganz grundsätzlich ein paar Dinge nicht verstanden wurden. Und andere Leute so geschrieben haben, okay, interessant. Wow, aber weiß nicht, ob das was für mich wäre. Also wirklich diese ganze Bandbreite, sagst du, du spinnst doch und das ist doch krank und mit dir ist etwas falsch und jetzt wird mal wieder normal. Das war für mich so, das kam in verschiedensten Formen. Und das fand ich eben sehr, sehr interessant, auch nochmal wirklich zu sehen, wow, ich oder wir leben wirklich auch in einer Bubble, weil in unserer Bubble ist das bekannt oder zumindest normaler zu sagen, ich begebe mich, ich mache so etwas, als Mittel zum Zweck. Ja. Der Zweck ist ja immer eine Heilung, eine Reinigung, ein Cleansing, ein etwas Verstehen, so. Und dass es da einfach natürlich auch noch ganz, ganz andere Sichtweisen gibt, die ich in meiner Wahrnehmung fast, muss ich zugeben, verloren habe, weil es für mich so normal ist. Ich mache das seit 10 Jahren. War aber natürlich auch nicht immer so. Aber dass viele Leute sagen, das ist doch Quatsch und absurd und das, ne, weil das Modell, das die halt glauben, ist ein ganz anderes. Und zwar, wenn ich was habe, dann nehme ich ein Aspirin oder eine Ibu und oder trinke ein Bier und gut ist. Und als Mann habe ich eigentlich sowieso mich nicht zu beschweren, schaffe Häuslebaue so und nicht jetzt da irgendwie mich mit meiner Innenwelt zu beschäftigen. Das war wirklich nochmal sehr interessant zu sehen. Das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich mit dir jetzt im zweiten Teil ein bisschen tiefer gehen möchte. Und das ist genau dieses, unabhängig von der Bubble, in der wir sind, und da gebe ich dir recht, das ist stark eingefärbt und da ist auch ein starker Bias mit dabei, natürlich. Und ich hatte mit Alistair die Aufnahme dazu, dieses More Medicine is not the answer, ja, und warum es auch niemals die Antwort sein kann. So noch mehr nehmen und noch mehr probieren, das kann auch in einer Art Addiction ausarten, dann ist irgendwann mal auch gut, da sieht man schon auch Unterschiede. Aber mal prinzipiell diese Art von Arbeit abgeneigt zu sein, und darauf möchte ich gerne hinaus, so, aber das macht es ja nur, das kann ja nicht gut sein, du übergibst dich da, dein Körper tut es nicht gut und das ist nicht schön und es ist auch eklig und du sagst, es fühlt sich nicht gut an und dann sagst du, danach ist es gut, aber ist es überhaupt wert und davor zuerst leiden, dann das danach erst haben, ich verstehe das nicht, ich will das nicht, nimm doch einfach, du sagst es immer ganz, ganz praktisch, ein Ibuprofen und du hast auch kein Problem. Es hilft auch sofort, ist genauso schnell, du musst nicht spucken, mach das doch mal so. Yes. Und das so vielleicht als Rahmen zu nehmen, in der westlichen Welt, wie wir Heilung verstehen und wie wir auch an die Themen rangehen bezüglich, ich habe ein Problem, das äußert sich mit gewissen, ich sage mal, ein gesundheitliches Problem. Es wird mir gezeigt anhand diverser Symptome, die auftreten, geistig, körperlich, energetisch. Und ich möchte diesen Zustand nicht mehr haben. Und mein Weg, diesen Zustand nicht mehr zu haben, ist, ihn zu fixen. Und fixen am besten schnellstmöglich und höchst effizient. So, und dann kommt die Pharmabranche und hat etwas in eine Pille gepresst und sagt dir, du machst das und in 10 Minuten bis 15 Minuten spürst du keinen Schmerz mehr. Kostet 4,99 Euro und hält für 2 Wochen. Ist so, also einen krasseren Business Case kann ich mir nicht vorstellen für dieses Problem. Ja. So schnellstmöglich den Schmerz zu fixen. So. Und da im Gegenteil steht jetzt, okay, du hast diverse Symptome, die sich äußern. Was ist dann dein eigentliches Problem unterhalb der Oberfläche dieser Symptome? Bist du mal da auf den Grund gegangen zu verstehen, warum sich diese Symptome geäußert haben überhaupt? Weil dein
Geburtszustand ist nicht, du bist krank mit Symptomen. Und der Normalzustand sollte es auch nicht sein, sondern healthy, adult, healthy, mature and grown organism. So stetig evolvierend, aber so grundsätzlich gesund und keinerlei Symptombefall. So. Jetzt haben wir nun mal sehr viele Wehwehchen und Krankheiten. Und die Frage ist, hast du schon mal in die Tiefe geschaut? Und zu dem Thema würde ich gerne mal deine Sicht verstehen. Also ich vergleiche das mit alles, was du gesagt hast, da gebe ich dir natürlich recht. Und ich vergleiche das immer so, sehr, sehr viele Leute sind, wenn wir sagen, wir sind unterwegs in unserem Leben, wie als Metapher, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn. So Autos, wie wir sie vielleicht, wie sie früher waren zu der Zeit, als wir geboren wurden, wo man tatsächlich noch Lampen und Sachen schrauben kann. Du fährst mit dem Auto auf dieser Autobahn und es fährt die Warnblink, also die Motor, wie sagt man, Warnungsleuchte. Leuchte. Blinkt an. So. Das ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht richtig ist. So wie die meisten Leute unterwegs sind, ist, anstatt stehen zu bleiben und zu schauen, okay, was ist vielleicht da mit dem Motor los? Wir müssen mal schauen. Dieses Symptom, das ist eigentlich ein Zeichen für etwas Drunterliegendes, wo irgendwas aus dem Lot ist. Nein, die meisten schrauben vielleicht einfach eher diese Glühbirne raus und fahren weiter. Und wir fahren sie weiter, dann kommt die nächste Warnleuchte an. Okay, dann klebt man da irgendwie was drüber, damit man es nicht sieht. Fahren weiter. Und dann kommt die nächste, dann fängt dann alles an zu blinken. Und dann, okay, macht man halt die Musik lauter, damit man das Piepen nicht hört und legt halt was drüber. Es ist immer so ein Überdecken. Es ist ein Nicht-Hinschauen-Wollen. Es ist ein möglichst schnell fixen, ach so, okay, ist jetzt kein Problem mehr. Und dann wundern sich die Leute, weißt du, das ist manchmal so, und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Ich glaube, das wird sicher jetzt einige Leute triggern, was ich sage, aber weißt du, und dann wundern sich die Leute plötzlich, wenn alle irgendwie Krebs haben oder sonst irgendwie umfallen oder irgendwo wirklich, wirklich ernsthafte mentale oder körperliche Probleme kriegen. Naja, das kommt doch alles nicht von irgendwo. Also die Dinge finden ja irgendwas, wenn wir irgendwas in uns stauen, unaufgelöste Emotionen zum Beispiel, und wir geben der keine Beachtung, das ist ja eine Energieform. Die findet irgendwann ihren Weg raus, wenn es halt über Krankheit ist. So. Oder andere Symptome. Ich finde das, für mich ist das so einleuchtend, dass das, ich weiß, dass das wahrscheinlich für manche wie so ein esoterischer Wu-Quatsch klingt, aber das ist für mich so logisch, dass es zeigt sich etwas, und dann habe ich die Möglichkeit, dem auf den Grund zu gehen. Und wenn ich dem nicht auf den Grund gehe und es überdecke, dann geht es ja deswegen nicht weg. Dann muss es halt woanders rauskommen. So, und das ist, glaube ich, dieser große, große Irrglaube, zu glauben, dass wir einfach diese Dinge und einfach immer so weitermachen wie bisher. Und dann, weißt du, und dann landen Leute im Burnout und fragen sich, ja, verstehe ich gar nicht, warum. Und dann machen sie irgendeine Kur und dann werden sie wieder hergestellt. Ne? Die meisten Therapien sind ja auch Wiederherstellung oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und funktionsfähig machen. Mhm. Und ich meine, das ist doch so absurd. Anstatt grundsätzlich was zu überdenken, ich habe jetzt eine Klientin, mit der ich arbeite, die ist schon einen Schritt weiter, die sagt, ich weiß, dass wenn ich jetzt das aufhöre, was ich jetzt mache, egal, und selbst wenn ich dann Yoga-Lehrerin werden würde, würde ich genau mit dem gleichen Muster mich wieder ins Burnout fahren. Ich habe gesagt, okay, da hast du was ganz Wichtiges verstanden. Und das ist so dieses, die grundsätzlich einfach was überdenken, wenn man schon die Symptome, die ja eigentlich ein Geschenk sein könnten, bekommt und sagen, was ist denn, was liegt denn da eigentlich drunter an meinem Traurigsein, an meiner Autoimmunerkrankung, an you name it. So. Und wir haben halt eben leider irgendwie gelernt, und ich glaube, ich versuche auch immer ein bisschen die Pharmabranche nicht zu verteufeln, dass das alles, ne, ich meine Penicillin und alles wunderbar, aber dass das halt sehr sich so in eine Richtung entwickelt hat, wie du gesagt hast, man nimmt halt schnell irgendwas und weiter so. Mhm. Das kann auch manchmal okay sein, ich nehme auch manchmal ein Ibo, wenn ich Kopfweh habe, da finde ich jetzt nichts Verwerfliches dran, aber es ist so schade, dass die meisten von uns in der westlichen Welt einfach weiter leisten, tun, anstatt einfach mal stehen zu bleiben und hinzuhorchen, dass denn auch alles so stimmt. Ja, das habe ich ein bisschen ausgeholt. Aber nee, ist gut, wichtig, super wichtig. Es ist ja nicht so einfach, da kommen sehr viele andere kindheitlichen Entwicklungsthemen mit rein und Prägungen, die wir da mitbekommen haben. Aber ja. Dieser Schritt von mal grundsätzlich nicht
das fängt aus meiner Sicht bei dem einer anderen Sichtweise an. Das nachher das Tun und Umsetzen ist nochmal ein anderer Punkt, der vielleicht nicht so leicht ist, und auch wenn man gewisse addictive Behaviors mitgebracht hat und es ist halt, der Impuls ist so stark nach der Pille und das ist halt, du machst es nicht, weil du es dir heute entscheidest, morgen nicht zu machen, plötzlich nicht mehr. Ja? Das ist, brauchst vielleicht Hilfe und es dauert länger, aber mal der erste Schritt, vielleicht von der gesamtheitlichen Betrachtungsweise auf Probleme zu starten mit, es muss nicht jetzt weggehen, damit es mir besser geht. Also dieses Short-Term Gain, Long-Term Benefits Thema, so vielleicht verzichte ich auf kurzfristige Linderung von einem Schmerz, aber schaue in die Zukunft und versuche eine langfristige Heilung zu erfahren. Das clasht oftmals in Gedanken bei Menschen. Das ist so, da fängt es absolut, ja. Da soll es anfangen. Vielleicht darf ich da kurz noch was dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, das ist nicht so leicht und das Thema Addiction angesprochen hast. Und ich war jetzt gerade letzte Woche mit Gabor Mate, der, wie du, glaube ich, weißt, auch einfach sich ja viel mit Sucht und Trauma befasst und eben diese Kategorisierung von Sucht ja auch nochmal aufbricht, weil Süchte haben wir ja alle irgendwo. Die meisten glauben nur, es sind Substanzen. Aber Shoppen, Sex, also was ist meine Sucht? Machen. Tun, hustlen. Ja, das ist für mich ich kenne Substanzsucht nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, dass man raucht und aufhören möchte oder nicht aufhören kann zu trinken. Oder das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich habe ein Leidensthema, obwohl ich selber Traumatherapeut bin und alles. Aber ich weiß, wie schwer es fällt, für mich nicht zu tun, nicht zu machen, weil das für mich irgendwas überdeckt, weil das für mich irgendeine Identität stiftet und so weiter. Und Gabor eben zeigt ja eben auch immer, die Frage ist nicht, why the addiction, why the pain? Ja? Und da halt hinzuschauen. Es geht einfach nur darum, da hinzuschauen. Es geht gar nicht darum, die Verhaltensweisen zu verteufeln, die wir alle haben, weil es ja alles irgendwo Coping-Mechanismen sind. Aber eben anstatt das zu ignorieren oder einfach so weiterzumachen, hinzuschauen. Manche brauchen halt, glaube ich, ein Leidensdruck, der so groß ist, dass es halt nicht mehr anders geht oder müssen halt erstmal zusammenbrechen, also das wäre jetzt mein Fall, wirklich auf die Knie gezwungen werden, um halt hinzuschauen. Also ich sympathisiere ja auch sehr mit dem, ich glaube, deswegen kann ich es ja auch so verstehen, mit diesem immer weiter, bis es halt nicht mehr geht. Mein Wunsch wäre, das anderen Menschen zu ersparen. So geht es mir auch. Ich gehöre nämlich definitiv auch in die Kategorie zuerst zusammenbrechen und am besten dreimal, bis es kapiert wird, leider. Für manche gibt es auch nur den Weg. Den Spruch finde ich nämlich stark, den zitiere ich auch immer von ihm, wenn er sagt, don't show me your trauma, show me your pain. Und zu wissen, dass diese Coping-Mechanismen uns irgendwann mal früher, vielleicht lebensnotwendig, geholfen haben, zu überleben. Deswegen haben wir sie entwickelt, die waren wichtig. Überlebenswichtig, gut. Mittlerweile sind sie ausgedient sehr oft. Und das ist dann der längere Prozess, auf dem man sich bewegt, diese Heilungsreise, um dann die Dinge nach und nach mit der richtigen therapeutischen Unterstützung, anderweitigen Support umzuschreiben. Das braucht eine Zeit, das ist ein längerer Prozess. Nur in dem Moment, wenn dieser Impuls kommt von, ich will das jetzt nicht fühlen, ich will diesen Schmerz jetzt nicht und der muss jetzt weggehen, da fängt es, glaube ich, an, den Leuten zu helfen bei der Realisierung, stopp, was möchte ich gerade nicht spüren? Welchen Schmerz möchte ich gerade nicht wahrhaben? So, das ist der erste Step. Und sich dann damit mehr auseinanderzusetzen und dann tiefer zu schauen. Und Cambo war jetzt in dem Fall einfach schönes analoges Beispiel zu einem Prozess, der mit einer Pflanze oder mit einem Tier unterstützt in dem Fall, nichts anderes macht. So, dieser absolut, also ja, also was ich gerade sagen wollte, das kam mir gerade so schön, du sagst es gerade selber, das ist eine perfekte Metapher dafür, weil wenn du sagst, ich will gerade etwas nicht fühlen und wir laufen vor etwas weg oder so, dann können wir das machen. Aber das kommt irgendwann wieder. Lo and behold, der Scheiß, den wir uns nicht anschauen oder den wir nicht aufräumen, kommt wieder. Irgendwann, irgendwie. Ob als Krankheit oder als Depression oder als, was weiß ich, wir hauen unsere Beziehungen kaputt, was auch immer es ist. Oder das Burnout. Es kommt wieder. Also you might as well stop now. Ob ich es jetzt mache oder in einem Jahr oder in 10 Jahren, der Scheiß, den ich nicht anschaue, kommt wieder. Und der Cambo oder die Erfahrung ist eigentlich so ein wunderbares Beispiel. Es ist jetzt scheiße, ja? Das ist so. Also might as well face it. Ich setze mich da jetzt hin und dann ist es in vergleichsweise kurzer Zeit auch durch.
Und das ist ja mit Emotionen eigentlich genauso. Wenn ich mit Leuten an schwierigen Emotionen arbeite oder das aus meiner Weg, dann ist das erstmal unangenehm, aber eine Emotion wie Angst oder was auch immer es ist, ist nach ein paar Sekunden durch, wenn ich sie gefühlt habe. Das bleibt nicht ewig. Das ist eigentlich das Lustige. Also diese Kambo-Erfahrung ist eine ganz schöne Metapher für dieses, es ist jetzt scheiße, aber ich stelle mich dem jetzt und dann ist es durch. Yes. Auch wie, wenn du unangenehme Emotionen lernst zu fühlen und sie zu releasen. Bei vielen ist es zum ersten Mal, dass die Trauer wieder spüren zu dürfen. Und man weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mal richtig geweint hat und vielleicht seit 5 Jahren nicht. Und dann darf mal das raus und dieses Gefühl von danach so, es ist raus. So, endlich ist es raus. So, der Stöpsel wurde gezogen, es ist raus. So ein bisschen ist auch so befreiend. Hm? Ja, genau, das befreiende Gefühl. Und so ein bisschen sehe ich auch Kambo. Ja, es ist so, wie gesagt, bei dir war es ein bisschen zeitverzögert, aber die Vorstellung von dieser Froschmedizin, die genau auch das symbolisiert, so ein bisschen. So, der Weg aus der Hölle geht durch das Feuer. So, stell dich diesem Schmerz und sei nirgendwo anders, außer genau hier. Weil das gilt es jetzt zu fühlen, so, und hinzuschauen und nicht wegzulaufen. Genau, und dafür sind eben solche Medizinen, wie gesagt, das ist ja eben das ist der genau andere Weg. Jetzt haben wir gesprochen, wir haben es gerne leicht, wir wollen eine Pille nehmen, wir wollen das Symptom wegmachen, aber nicht die unterliegenden Wurzeln anschauen. Und diese ganzen Pflanzenmedizinen, ob es jetzt der Kambo ist oder was anderes, hilft uns eigentlich da durch das Feuer durchzugehen. Also es ist dieses, immer wie ich das ganz gerne sage, das ist diese Medizinsubstanzen, da geht es uns erstmal nicht gut, wenn wir die nehmen, eigentlich bei fast keiner. Wenn wir sie nehmen, um zu heilen, um uns irgendwas anzuschauen, um körperlich oder emotional, spirituell, geistig zu heilen. Aber danach ist angenehm, danach ist was gelöst. Danach ist, die anderen Sachen, die wir konsumieren, die sozial ja eher anerkannt sind, also zum Beispiel Alkohol oder was gibt es noch, Nikotin oder irgendwelche Substanzen, die die Leute nehmen, um sich im Moment, sei es in einer Partynacht oder in irgendeinem anderen Setting, kurz gut zu fühlen, aber danach fühlt man sich scheiße. Alkohol produziert einen Kater, Rauchen macht irgendwie, ja, Husten. Also das ist so das ist genau umgekehrt. Und für mich zum Beispiel ist jetzt, weil ich, glaube ich, Folgen von Covid irgendwie spüre momentan. By the way, meine kurze Covid-Episode von 2-3 Tagen Gliederschmerzen war viel schlimmer als Kambo. Das ist Schmerz. Das war mal Schmerz. So Gliederschmerzen. Also Kambo ist nicht so schlimm wie Covid. Für mich zumindest. Und ich weiß jetzt habe ich da so Folgestörungen gerade. So Fatigue und so. Ich glaube, das ist so Long-Covid. Ich weiß es nicht genau. Man kann das schwer diagnostizieren, aber ich merke, dann ist mein Weg jetzt gerade, ich möchte jetzt eigentlich gerne wieder Kambo machen. Weil ich weiß, das hilft, das heilt. Das wird zwar nicht schön, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust auf die Erfahrung selber, aber ich weiß, dass es danach mir helfen wird. Als Medizin, als Immunsystembooster, als irgendwie was, was da noch an Restscheiß irgendwie von diesem Virus in mir drin ist und der mir zu schaffen macht, im wahrsten Sinne des Wortes rauszukotzen. Und das ist so die ganz andere, anstatt irgendwie eine Medizin zu nehmen, die mir jetzt hilft, wacher zu sein oder irgendwie den Kopfschmerz oder was da noch so ist, zu unterdrücken, das Übel an der Wurzel packen. Yes. So, das ist der andere Ansatz, warum man das macht. Ja, und der ist komplett auf der anderen Seite, 180 Grad anders. Und genau. Das mitzugeben, das war die Intention von dem Podcast hier auch, von der Episode, so alles, was wir machen mit diesen Pflanzen, wie du sagst, das alles sind Katalysatoren, die dich zu deiner eigenen inneren Wahrheit führen können und dich öffnen zu den nicht angeschauten Themen, die schon lange da kursieren. Und sehr oft ist es kein hübscher Prozess. So, deswegen diese ganzen Dinge, die hier mal besprochen werden, ist wichtig, mit wem du es machst, Set und Setting, alles. Auch bei Kambo. Und das vielleicht zum Abschluss zu sagen, dass wir gerade weltweit zum Glück so ein Aufwachen erleben. Es wird immer mehr Leute, die über diese wichtigen Themen sprechen. Du hast den Gabor Maté erwähnt. Egal, wer es nachher ist, viele Podcaster, die auch mehr und mehr auf Mental Health eingehen und auch zu dem Thema Psychedelics und Plant Medicine sprechen. Das System sucht schon sehr lange nach einer anderen Art der Lösung, als wir machen den Short-Term-Fix. Weil du sagtest, es ist wie wenn du so eine Quietsche-Ente unter Wasser drückst. Ja, je tiefer du die runterdrückst, desto
ordentlicher wird die auf der anderen Seite wieder hochschießen. Es wird nicht dauerhaft die Lösung sein können. Und deswegen da mehr Aufklärung zu machen, da ein besseres Sentiment reinzubringen, zu vielleicht schaust du dir den Prozess der Heilung mal aus einem anderen Blickwinkel an. Ja, so. Und deinen Schmerz, den du aktuell hast, nur als Symptom zu sehen für etwas, was sehr, sehr, sehr viel tiefer vergraben liegt, oftmals sehr viel früh auch zu suchen ist, um da mal einzusteigen. Mit welcher Lupe auch immer du da versuchst reinzugucken, Psychotherapie, Coaching, Medizinarbeit, meditieren, whatever it is, aber nicht zu versuchen, diesem ersten Impuls zu widerstehen, ich muss es jetzt wegmachen, weil es fühlt sich nicht gut an. Mm. Und lieber was fühlt sich nicht gut an, da mal näher reinzugehen und dann versuchen, wie du sagtest, das Problem lieber an der Wurzel rauszuziehen, mit dem Ziel, langfristig diese Themen nicht mitzusteppen. Das wäre so mein Schlussplädoyer. Ein gutes Plädoyer. Ja. Und wie auch immer, vielen Dank für deinen kurzen Einblick in deine erste Campo-Erfahrung. Vielleicht die letzte Frage dazu. Gerne. Du hast jetzt auch das legendäre Campo-Tat auf deiner Schulter. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nee, sieht man nicht. Nicht? Ja, ist auch gar nicht so übertrieben. Aber schaut cool aus. Bald kommt das nächste. Wollte gerade sagen. Ja. Du hast es vorhin schon beantwortet, aber nochmal zum Ende. Würdest du es wieder tun? Ja, und also auf jeden Fall. Also ich werde es wieder tun. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ich hab jetzt konkret nichts geplant. Weiß es auch nicht, aber es ist definitiv diesen Sommer irgendwann auf jeden Fall. Also gerne, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es heute machen oder morgen. Du bist ja gerade eben leider woanders als ich, sonst würden wir das gemeinsam machen. Aber auf jeden Fall. Würdest du was anders machen wollen oder anders herangehen? Ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Fast, also Cleansing vormachen, also wirklich bewusster noch fasten, also so die Stoffe wie Kaffee oder sowas weglassen, dass einfach der Körper von vorhinein einfach rein ist. Also ich glaube, ich würde vielleicht so ein 3-Tages- Teefasten mit nur ganz gesunden Essen und wenig Salz und so Zeugs machen, einfach um diesen Reinigungsprozess noch mehr zu haben. Aber ansonsten gleich und mir danach wirklich die Zeit geben zum Integrieren, sicherlich 1-2 Tage Ruhe gönnen danach aber ansonsten. Same. Ja. Gut. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Begleitung oder auch deinen nächsten Erfahrungsbericht. Die Bilder von deiner Froscherfahrung, die werden wir hier noch irgendwie mit dazu machen ins Video später. Gerne rein. Be aware, frog face is happening or might happen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Recording, das sicher kommen wird. Mein Lieber, Grüße nach Zürich. Ja, ganz liebe Grüße. Danke dir. Und hab ein geiles Wochenende. No, mach's gut. Danke dir. Ciao.